Hallo Leute, ich bin der Dan. Ja, willkommen hier zu einem etwas anderen Video. Ich zeige euch, wie ich mich durch die, wo habe ich denn jetzt die Anleitung? Habe ich schon hier, wie ich mich hier da durchgequält habe, durch die Anleitung von der Aventoria Kartentruhe. Es hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe sie fertig bekommen und ich habe als Bonus für euch jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Das heißt, selbst ich Idiot, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Selbst ich Idiot werde es am Ende hinkriegen und dann wird sie so aussehen. Ja, so wird sie dann aussehen. Die Kartentruhe. Ja, also. Ich hab's hingekriegt, ihr kriegt es auch hin. Ich mache jeden Fehler und gebe euch noch so ein paar Tipps, wie man diese Fehler vermeiden kann. Falls ihr hier vor dieser Seite steht und das sind alles nur böhmische Dörfer für euch, dann schaut einfach mal rein. Alle Längen habe ich eh weggeschnitten bzw. vorgespult, also wenn ich dann zusammenbaue oder irgendwas mache. Ich habe viel vorgespult, um euch nur die Quintessenz zu bieten. Ja, alles klar, Leute. Hoffentlich habt ihr Erfolg damit, die Truhe zusammenzubauen. Na, ganz so einfach, wie ich dachte, ist es dann doch nicht. Ist ein bisschen kliffig. Macht's gut, Leute. Viel Spaß. Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Heimwerker-Video. Ich baue jetzt die Magietruhe oder die Kartentruhe für die Magie, die ich natürlich für alle anderen Karten auch benutze, von DSA bzw. von Aventoria zusammen. Ich habe mich für diese entschieden, weil mir die am schönsten erschien. Und wie gesagt, ich habe jetzt nichts weiter als es aufgemacht, euch gezeigt. Und ich habe mir noch nicht mal den Zettel richtig angeguckt. Das heißt, ihr werdet jetzt live erfahren, ob das für einen, sagen wir mal, leicht unterdurchschnittlich begabten Handwerker zu stemmen ist. So, was ich als erstes mache, ich bin zwar nicht handwerklich so geschickt, aber ich versuche das einigermaßen planvoll zu machen. Ich werde jetzt erstmal die Stanzteile lösen. Da werde ich natürlich nur ein paar lösen und dann schneller vorspulen. So, wollen wir mal schauen. Das ist hinten. Was ist jetzt am schlausten? Also wenn ich jetzt von vorne durchdrücke, kann es sein, dass es ausfranst. Deswegen drücke ich die von hinten durch. Ja. Also, kleiner Tipp. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es gesehen hat. Ich habe jetzt nicht in die Kamera geguckt. Das hier ist hinten. Ja, das seht ihr daran. Die Linien sind ganz fein. Ja. Vorne, hier sieht man, hier hat die Maschine gearbeitet. Das wurde, so wie es aussieht, ausgebrannt. So. Und ich habe mir jetzt vermutet, wenn ich jetzt von vorne drauf drücke und hinten noch etwas verbunden ist, dass es dann ausreißt. Deswegen drücke ich die von hinten aus. Und das klappt auch gut. Also es reißt nichts aus. Und lege mir die Teile dann schön alle zusammen. Hier, kleine Anmerkung, ihr seht hier ganz, ganz, ganz feine Ausfräsungen. Ja, ich wusste gar nicht, dass solche feine Sachen überhaupt technisch möglich sind. Muss ich sagen, Chapeau. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein, dass euch da nichts abbricht. Gerade mir passiert sowas sehr gerne, deswegen versuche ich das jetzt sehr, sehr vorsichtig zu machen. Und halte auch hier hinten, ja, mein quasi einen leichten Gegendruck, damit von vorne nicht zu viel Wucht kommt, dass das hinten, dass ich das mit meinen Fingern hinten ein wenig kontrollieren kann, regulieren kann. So, habt ihr gesehen, ich habe sie jetzt schon ganz gut rausbekommen. Hier so in der Mitte, das ist ja alles in tipptopp. Hier, ja, ich merke auch so, dieses leichte Kippen funktioniert auch ganz gut. Also da sehr, sehr vorsichtig sein. Und am besten nicht von rumlaufenden Katzen stören lassen. Musik.
hier ist jetzt Folgendes. Ich spüre, dass hier das sehr, sehr Spack drin sitzt. Katzen. Seht ihr das, wie, wenn ich jetzt hier drücke, wie sich das hier oben rausbiegt? Ich denke mal, man kann es mit der Kamera nicht sehen, aber ich habe das Gefühl, dass es noch zu sehr verbunden ist. Da werde ich jetzt erstmal einen Break machen und werde nochmal mit einer Klinge nachziehen. So, ja, ich bin ja Glatzenträger und ich rasiere mir den Kopf neuerdings mit so einem Barthobel. Und da habe ich zum Glück Rasierklingen daheim. Und die nutze ich jetzt, um hier einfach mal nachzuziehen. Weil ich möchte nicht, dass ich dann hier das ausgeplatzte Zeug da hab, dafür war sie mir zu teuer. So, ja, ein bisschen geschnitten habe ich. Jetzt versuche ich das mal so mit leichtem, also nicht mit Gewalt, sondern mal so leichtes Kippen. Genau, das war's. Das wollte ich haben. Das leichte Kippen. So, und jetzt hier auch ein bisschen rein und raus, um quasi die Rille, die ich jetzt so ein wenig verstärkt habe, genau. Jetzt habe ich quasi hin und her bewegt, um diese Rille, die ich jetzt nochmal so ein bisschen angeschlitzt habe, um die quasi rauszudrücken. Kleiner Tipp, diese schon rausgefrästen Segmente schon vorher rausdrücken. Habe ich natürlich mein kleines Stäbchen verloren. Dann nehme ich jetzt noch eins. Ja, diese Sachen hier, weil die sind sehr, sehr, sehr defizil, die vorher schon rausdrücken, um später beim Rausnehmen keine Verkantungen irgendwie zu haben. Ja? Wie gesagt, Vorsicht ist hierbei einigermaßen angesagt. Obwohl es sehr, sehr gut gearbeitet ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Die Fräsungen, hier diese feinen Fräsungen, sind hier für dieses sehr, sehr dünne Stöckchen immer noch zu fein. Also ich komme hier gar nicht dazwischen. Aber mit einer Rasierklinge, die stumpfe Seite, geht das auch sehr gut. Wenn ihr natürlich daheim irgendwie Profi-Handwerker seid, habt ihr natürlich auch Profi-Handwerkzeug. Ich habe sowas jetzt nicht da. Deswegen mache ich das so. Und auch hier, beim Rausdrücken dieser ganz feinen Geschichten, ja, wie hier jetzt, wenn ihr das jetzt so rausdrückt, kann es sein, dass das irgendwas mitnimmt, abreißt. Wenn jetzt zum Beispiel dieses feine Teil hier noch ein bisschen mit verbunden ist und ich drücke, kann es sein, dass hier dieses obere Teil, was dranbleiben soll, mit rausgerissen wird. Deswegen auch immer, man sieht es jetzt hier schlecht, hier so in den Kanten sitzt, immer eure Finger als Hintergrund benutzen, ja? Um das zu stabilisieren, den Druck. There was a little Spanish flea, a record star, Pete O.D.P. He heard of singers like Beatles, the Chipmunks he seen on TV. Why not a little Spanish flea, and so he did, inside a dog. Vielleicht noch ein kleiner Tipp,
wenn ihr so große Flächen habt wie diese, niemals einseitig drücken. Ja? Also am besten immer mit beiden Daumen oder mit zwei Fingern und dann Druck aufbauen und immer dahinter die Finger mit als Rückhalt nehmen. Es ist nicht alles so beschissen, man muss sich nur zu helfen wissen. So, nachdem der erste Teil, obwohl ich so viel gerafft habe, schon 10 Minuten geht, habe ich mich entschlossen, das in zwei Teile zu teilen. Und im zweiten Teil geht es dann um den Zusammenbau. Und ja, lasst euch überraschen.